Latissimus. So. Während die Meisterschaft, sprich die Vorwahlen und Qualifikation für die Weltmeisterschaft jetzt gerade noch aktuell laufen, habe ich mir mal jemanden geholt, der schon etwas länger in der Szene bekannt ist. Unter anderem natürlich, weil der Name wie lautet? Miguel Milazzo, hi. Hallöchen an dieser Stelle auch von mir aus nochmal. Warum wir uns den Mega jetzt mal zu uns geholt haben ist, du hast mir ja gerade schon verraten, 35 Jahre bist du jetzt aktiver Athlet, richtig? Ja, aktiv bin ich ja nicht mehr. Schon ein paar Jahre. Ich habe aufgehört 2009. Wolltest du generell aufhören oder musstest du aufhören? Ich musste leider krankheitsbedingt aufhören. Ich hatte sehr lange Antibiotika genommen und dadurch Probleme mit meinem Darm, mit meinem Verdauungssystem bekommen. Daraus resultierend einfach Schwächeanfälle, extrem Bluthochdruck etc. pp. Dann kamen anschließend Entzündungen dazu irgendwann verlässt einen dann der innere Biss und der Schweinehund, weil mir sagt, es kommt dauernd wieder was Neues dazwischen. Und da habe ich leider gezwungenermaßen bin ich zurückgetreten. Das aber allerdings nur auf die Bühne bezogen, weil du bist ja weiterhin natürlich für die Szene, für den Sport da, weil du ja natürlich auch das große Wissen hast. Und das ist auch der Punkt, was wir uns ganz gerne mal, beziehungsweise wo wir uns ganz gerne mal mit dir unterhalten würden. Du hast ja jetzt Erfahrungen in den letzten 35 Jahren gesammelt und sei es in der Autoindustrie, sei es in der Lebensmittelindustrie, es verändert sich ja einiges. Erstmal vorab, so der gröbste Punkt, hat sich die Bodybuilding- und Fitnessszene ins Gute oder ins Schlechte in den letzten 35 Jahren entwickelt? Ich glaube, da bin ich der Falsche. Vorab muss ich dazu sagen, wenn ich das Mikrofon in der Hand habe, dürfen alle ihre komplette Meinung zu 100% sagen. Ja, in meinen Augen hat sich die Bodybuilding-Szene als solche ist geblieben. Also die Jungs, die richtig Gas geben, sind immer noch die Jungs, die richtig Gas geben und die mit vollem Herzen, vollem Ehrgeiz und monatelang Askese sich vorbereiten und alles geben, Herzblut geben. Was sich gewandelt hat, dadurch, dass im Prinzip ein gewisser Breitensport dazugekommen ist, auch in der Wettkampfszene, was natürlich, also das eine schließt eigentlich das andere aus, aber es ist so. Der Sport ist breiter geworden. Es hat angefangen mit den Men's Physik oder Classic Bodybuilding damals noch, dann die Bikini-Mädels. Das hat das Ganze etwas verweicht. Etwas aufgeweicht. Dann kam noch dazu, ohne den Mädels zu nahe zu treten, ich weiß, dass es da auch welche dabei gibt, unter anderem habe ich einer vorbereitet, die wirklich ihr Letztes geben. Aber gerade in der Anfangsphase haben die Mädels und jetzt auch viele Jungs nehmen sich selbst zu wichtig. Die gehen das erste Mal auf die Bühne, gehen schon, das ist halt mal so, in der Bikini-Klasse kannst du nach einem Jahr auf der Bühne stehen und sie glauben, der Nabel der Welt zu sein. Und auf einmal sind sie IFBB-Athletinnen, obwohl sie gerade mal die Oberbayerische Meisterschaft mitgemacht haben und da mit Mühe und Krach ins Finale gekommen sind. Nichts gegen die Mädels selbst, aber ihr nehmt euch alle nicht so wichtig. Ich bin deutscher Meister geworden und bin mit gesenktem Haupt ins Glockt eingelaufen. Man soll immer eine gesunde Selbstreflexion behalten. Der Sport als solches, natürlich ist es gut, wenn man mehr Leute anspricht, gibt es mehr Sponsoren, das sieht man ja überall. Es gibt gewisse qualitative Unterschiede zwischen Bodybuilding und Fitnesssport. Der Fitnesssport ist jetzt auch Wettkampfsport geworden. Das ist der Unterschied. Es gibt Bodybuilder und es gibt Fitnesssportler. Mhm. Und leider ist das alles zusammen eine Meisterschaft. Das macht es für die Athleten schwieriger, weil sie länger Backstage, sie haben weniger Platz zur Verfügung. Es sind mehr Leute, die denselben Platz benötigen. Und für die Zuschauer auch. So eine Meisterschaft zieht sich ewig in die Länge. Selbst ich als Interessierter fühle mich manchmal überfordert, allein durch die Zeit, die man hier verbringen muss. Ich persönlich sage, trennen Bodybuilding und Fitness voneinander. Mach eine eigene Meisterschaft, wie ihr es ja gemacht habt. Cologne Beach Style zum Beispiel, sowas, das ist perfekt. Das ist für die Jungs, für die Beach Style Jungs ist das perfekt und für die Bodybuilder ist es auch perfekt, weil sie dann eben ihre Meisterschaft, den Platz und die Zeit für sich haben.
Ich denke aber, das ist natürlich für die Zuschauer auch sehr wichtig. Du meinst aber wirklich definitiv, es geht nicht um die Leistung der einzelnen Klassen, es geht einfach nur, es sind zwei verschiedene Welten und die sollten sich in ihrer Welt quasi... Es sind zwei verschiedene, es sind eigentlich, es hieß damals, die mehr Klassen bringen uns mehr Zuschauer. Das sind Zuschauer einer anderen Sportart, das ist tatsächlich so. So empfinde ich zumindest. Ich bin ja nicht, das ist meine persönliche Meinung. Ich respektiere jeden, der alles gibt. Mein Bikini-Mädel hat gelebt ein halbes Jahr wie ein Bodybuilder, das weiß ich. Ich habe sie vorbereitet. Sie hat jeden Tag trainiert, sie hat jeden Tag gekocht, sie hat jeden Tag Posing geübt. Sie ist dreimal am Tag aufs Fahrrad gegangen für eine Dreiviertelstunde. Sie hat kaum Kohlenhydrate gegessen. Sie hat gelebt wie ein Bodybuilder. Sie ist halt kein Bodybuilder. Das ist ja ohne. Ich weiß, dass die Mädels auch alles geben, aber das ist eine andere Sportart, in meinen Augen. Ich habe vorhin auch ein kurzes Gespräch gehabt mit einem Herrn, der mittlerweile seit 50 Jahren auf der Bühne ist. Der hat mir auch nochmal... Der Willi. Ah, okay. Der Willi. Und er hat mir auch gesagt, es gibt auch einen großen Unterschied in der Ernährung. Und du hast den Punkt ja auch schon angesprochen, dass gerade die jungen Athleten sich heute sehr schnell verrückt machen lassen. Wenn wir jetzt betrachten, früher sehr, sag ich mal, robust, oldschool, sehr reines Hähnchen, ne, trocken muss sein, kein Salz dran, kein Fett dran. Heutzutage haben wir haben die vegane, vegetarische Richtung. Wir haben ja für jeden, der einen Lifestyle in Ernährung hat, haben wir die Möglichkeit, diesen auf die Bühne zu bringen. Aber würdest du gerade sagen, dass die heutige Zeit mit diesen vielfältigen drumherum, Low Carb, High Carb, No Sugar und, würdest du sagen, das macht gerade die jungen Athleten auch so verrückt, die das erste Mal in eine Diät reingehen? Ja, das Problem ist, heutzutage kann man sich an zu vielen Quellen zu viele Informationen holen. Aber ob die Informationen die richtigen sind, ist die Frage. Wenn ich höre, if it fits your macros, das bedeutet gar nichts. Ich kann mein Eiweiß mit Gummibärchen holen, da müsste ich, was weiß ich, 5 Tonnen Gummibärchen am Tag essen, aber dann habe ich trotzdem nur Kollagen und kein hochwertiges Eiweiß zu mir genommen. If it fits your macros stimmt nicht. Also die... Das Problem ist, das wird propagiert von Jungs, von denen ich glaube, also die sehen natürlich gut aus auf ihren YouTube-Videos, aber ich glaube nicht, dass sie natural sind und dass sie sich so ernähren, wie sie es sagen. Ich sag mal so, wenn man so ein bisschen Erfahrung schon mitbringt, wovon du ja jede Menge hast, und dann kann man natürlich wissen, wie der Weg zu machen ist, um so auszusehen. Und deswegen ist die Aussage natürlich auch in meinen Augen total berechtigt. Von den Zuschauerzahlen her, wenn ich mir jetzt persönlich auch gerade so die Olympia angucke, die Mr. Olympia-Meisterschaft, würdest du sagen, dass da auch das Interesse gestiegen ist, unabhängig von den neuen Klassen, die wir bekommen haben? Oder sind die Zuschauerzahlen eher zurückgegangen in den letzten 20 bis 30 Jahren? Also bei der Olympia muss ich ganz ehrlich sagen, das Profifeld habe ich in den letzten 5 bis 6 Jahren nicht mehr verfolgt. Natürlich weiß ich, wer Mr. Olympia ist. Ich glaube, es ist immer noch Phil Heath. Ich kann sagen, dass die Zuschauer, wenn es nur ums Bodybuilding geht, sind sie zurückgegangen im Vergleich zu früher. Als ich deutscher Meister wurde, haben wir die Jahrhunderthalle in Höchst voll gemacht. Da bin ich deutscher Meister geworden. Da haben wir auch die Hessenmeisterschaft veranstaltet, da bin ich Hessenmeister geworden. Auch die haben wir voll gekriegt bei der Hessenmeisterschaft. Das wird sie heute nicht mehr packen, nur mit Bodybuilding. Schade eigentlich. Ja, ich sehe es auch so. Ich weiß jetzt nicht, was zuerst da war, das Ei oder das Huhn. Also die Frage ist, muss man es anders verkaufen als Freakshow und kann man dadurch mehr Leute kriegen? Oder ist es halt so, es interessiert, also viele sagen, es interessiert keinen, deswegen promoten wir es nicht, aber interessiert es vielleicht keinen, weil man es nicht promotet? Das ist die Frage. Ja. Sehr, sehr verständlich auf jeden Fall, definitiv. Für unsere jungen Sportler, du als... sag ich mal, mittlerweile auch als Legende. Für die jungen Sportler, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Das A und O ist Konsequenz. Konsequenz in allem. Konsequenz in der Lebensphilosophie. Das klingt jetzt so altklug. Ich bin selber noch ein halbes Kind. Man muss konsequent bleiben. Auch man muss auch einem Trainingsplan eine gewisse Zeit einräumen, dass der funktioniert. Und nicht nach 2 oder 3 oder 4 Wochen sagen, der Plan funktioniert nicht. Der Körper muss erst adaptieren. Der Körper muss lernen, diese Übung zu praktizieren. Erst dann kann man den Muskel gezielt ansprechen. Es gibt zigtausend verschiedene Übungen, von den meisten weiß ich nicht mal, für was sie überhaupt gedacht sind. Ich mache seit 35 Jahren im Prinzip denselben Trainingsplan und der funktioniert auch heute noch.
Warum etwas ändern, wenn es funktioniert? Never change a running system. So sieht's aus. Ja. Genau. Das war Mega Melazzo. Wir bedanken uns recht herzlich für dieses Interview, für diese neue Erfahrung, die wir sammeln konnten. Und ich denke, wenn die Leute mal so ein bisschen in Richtung Bühne gehen möchten und dich vielleicht mal privat auch treffen, können sie dich sicherlich mal ansprechen für eine kleine Vorbereitung. Am besten über Facebook. Miguel Melazzo, Personal Trainer, Diet Coach und Nutritionist, nenne ich mich da. Das ist mein Broterwerb. Das ist mein täglich Brot. Cool, da sind wir froh, dass Menschen wie Mega noch den Sport aufrechterhalten und euch auch Richtung Bühne bringen. Dankeschön.